Jamie und Jennifer Faith wohnten in Oak Cliff, Texas. Jennifer hatte bereits zwei Ehen hinter sich und aus der ersten Ehe eine Tochter namens Amber. Ihr damaliger Ehemann wollte keine Kinder, was letztendlich zur Trennung führte. Als Jennifer erfuhr, dass sie schwanger war, arbeitete sie gerade an ihrer Abschlussarbeit. Dabei brachte sie im selben Jahr Amber zur Welt. Jamie und Jennifer lernten sich 2005 auf einer Party kennen. Sie unterhielten sich stundenlang und waren seitdem unzertrennlich. Jamie war sehr engagiert für seine Familie und auch Amber sah in ihm eine Vaterfigur und wollte sogar von ihm adoptiert werden. Jamie stimmte ohne zu zögern zu. Alles schien perfekt für die Familie zu laufen. Jennifer arbeitete im Gesundheitsmanagement, während Jamie als IT-Manager bei American Airlines tätig war. Aufgrund einer beruflichen Veränderung zog das Paar nach Dallas und ließ sich in Oak Cliff nieder. Am 8. Oktober 2020 feierte das Paar seinen 15. Jahrestag und am nächsten Morgen gingen sie mit ihrem Hund Maggie spazieren. Kurz nachdem sie das Haus verlassen hatten, näherte sich ihnen ein maskierter Mann von hinten und eröffnete das Feuer. 7 der 9 abgefeuerten Kugeln trafen Jamie in den Kopf, die Brust und den Unterleib. Nachbarn eilten herbei aufgrund Jennifers Schreie. Der Angreifer versuchte, Jennifer zu überwältigen und James den Ring vom Finger zu ziehen, bevor er auch den Hund angriff. Mit dem Ring in der Hand flüchtete er in einem Pickup. Die Nachbarn waren schockiert und versuchten zu begreifen, was passiert war. Als die Polizei Minuten später eintraf, konnte sie nicht viel tun. Der 49-jährige Jamie Faith war tot. Jennifer war tief erschüttert, da sie gerade erst den Jahrestag mit ihrem Ehemann gefeiert hatte und nun mit ansehen musste, wie er vor ihren Augen erschossen wurde. Die Polizei begann umgehend mit den Ermittlungen und befragte als erstes Jennifer. Dass ein solches Verbrechen am helllichten Tag geschah, war erstaunlich. Und da Jamie keine bekannten Feinde hatte, konnten die Ermittler zunächst keine Theorie entwickeln. Sie stellten fest, dass James' Mord einer von über 200 Morden war, die 2020 in Dallas gemeldet wurden. Der Täter war mutig und nahm ein großes Risiko auf sich, was darauf hindeutete, dass die Tat persönlich und vorsätzlich war. Jennifer beschrieb den Täter als männlich, ziemlich korpulent, mit einer Gesichtsmaske und einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Ein weiterer Nachbar, der zu Hilfe geeilt war, bestätigte Jennifers Beschreibung. Die einzigen Hinweise der Polizei waren, dass eine 45-Kaliber-Pistole verwendet wurde und ein schwarzer Nissan Titan beim Wegfahren gesehen wurde. Menschen organisierten über GoFundMe finanzielle Unterstützung für Jennifer und sammelten Geld für die Beerdigungskosten. Innerhalb kurzer Zeit kamen über $60.000 zusammen, um Jennifer und Amber zu unterstützen. Die Nachbarn halfen ebenfalls, indem sie abwechselnd Essen zubereiteten und Zeit mit Jennifer verbrachten, um ihr zu zeigen, dass sie nicht allein war. That at some point maybe this person can recognize the gravity of what they've done and feel some sort of guilt enough to come forward. After the murder, police. Mit den gesammelten Spenden organisierte Jennifer zwei Trauerfeiern für ihren Mann Jamie. Die erste fand in Dallas statt und die zweite in Phoenix statt. Während die Ermittler weiterhin forschten, nahmen sie Jamies Leben genauer unter die Lupe, fanden jedoch keinen Verdächtigen mit einem möglichen Motiv für die Tat. Jamie hatte eine Überwachungskamera an seinem Haus installiert. Diese Kamera nahe der Hintertür hatte am Morgen des Mordes verdächtige Bewegungen aufgezeichnet. In der Nacht vor dem Angriff war ein Mann im Garten des benachbarten Hauses zu sehen. Das Nachbarhaus war an diesem Tag leer gewesen und der Mann war definitiv kein Anwohner. Außerdem entsprach die Beschreibung des Mannes derjenigen, die Jennifer gegeben hatte. Die Polizei kam daher zu dem Schluss, dass es sich nicht um einen Raubüberfall, sondern um geplanten Mord handelte. Die Ermittler wollten erneut mit Jennifer sprechen und prüften ihr Handy auf mögliche Hinweise. Jennifer übergab sofort ihr Handy. Was sie fanden, war interessant. Jennifer hatte einer Freundin eine Nachricht geschickt,
in der sie eine emotionale Beziehung zu einem Mann namens Darren gestand. Es gab jedoch keine Nachrichten oder Anrufprotokolle zwischen Jennifer und Darren. Die Ermittler recherchierten daher Darrens Nachnamen und Aufenthaltsort. Sie fanden heraus, dass Darren Lopez hieß und außerhalb von Nashville auf einem weitläufigen ländlichen Grundstück lebte. Die örtlichen Behörden entdeckten, dass Darren einen schwarzen Truck besaß. Diese Information wurde der Polizei in Dallas übermittelt, die daraufhin Helikopter über Darrens Grundstück schickte, um sicherzustellen, dass der Truck dort war. Darren wurde unverzüglich verhaftet und seine Bank- und Telefonaufzeichnungen wurden beschlagnahmt. Obwohl auf Jennifers Handy keine Nachrichten von Darren zu finden waren, hatte Darren zwischen dem 20. September und dem 20. Oktober nichts gelöscht. Zwischen Darren und Jennifer gab es über 2000 Anrufe und hunderte von Textnachrichten. Am Tag des Mordes, dem 8. Oktober, war jedoch Funkstille. Darren hatte nach einer Google Maps-Suche die Adresse von Jamie und Jennifer herausgefunden und sich dann auf eine etwa 12-stündige Fahrt begeben. Kreditkartenabrechnungen zeigten, dass er unterwegs an mehreren Tankstellen angehalten hatte, getankt und Einkäufe getätigt hatte. Jennifer und Darren wurden plötzlich die Hauptverdächtigen in den Mordermittlungen und es wurde nach einer Verbindung zwischen den beiden gesucht. In ihren Schul- und Universitätsjahren hatten Darren und Jennifer miteinander geflirtet. Als Darren nach Korea versetzt wurde, scheiterte die Beziehung an der Distanz. Jennifer führte ihr Leben weiter und heiratete, während Darren seinen eigenen Weg ging und Vater von 4 Töchtern wurde. 2018 ließ er sich jedoch scheiden. Freunde berichteten, dass Darren nach seinem Ausscheiden aus dem Militär zunehmend einsamer wurde und mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zu kämpfen hatte. Dieses Gefühl der Einsamkeit nahm mit der Zeit zu und seine Töchter lebten bei ihrer Mutter. Im März 2020 entschied sich Darren, die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. Über LinkedIn nahm er Kontakt zu Jennifer auf und teilte ihr mit, dass er ihr in den sozialen Medien folge. Jennifer antwortete einige Stunden später und schien sehr überrascht. Schon bald entwickelten die beiden eine emotionale Beziehung. Jennifer nannte Darren ihren Seelenverwandten. Darren zögerte jedoch, da er ihre Ehe nicht zerstören wollte. Jennifer beteuerte, dass ihre Beziehung zu Jamie schlecht sei und keine Nähe mehr vorhanden wäre. Zudem unterstützte Jennifer Darren auch finanziell. Sie kaufte ihm einen neuen Fernseher und stellte ihm eine Kreditkarte für Ausgaben zur Verfügung. Im Jahr 2021 hatten die Ermittler genügend Beweise, um Darren zu verhaften, aber sie warteten ab, ob das Paar einen Fehler machen würde. Am 10. Januar wurde Jennifer erneut in Gewahrsam genommen und aufgefordert, Darren eine Nachricht zu schicken. Jennifer teilte ihm mit, dass sie ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und alle Nachrichten löschen würde. Am nächsten Tag, dem 11. Januar, wurde Darren in seinem Haus von der Polizei festgenommen und des Mordes an Jamie Faith beschuldigt. Bei einer Durchsuchung von Darrens Haus fanden die Ermittler die mutmaßliche Tatwaffe, die durch ballistische Tests bestätigt wurde. An der Waffe fanden sich sogar Blutspuren von Jamie. Weitere Beweise tauchten auf, darunter eine blaue Gesichtsmaske, die Darren am Tag des Mordes getragen haben soll, und die in seinem Auto gefunden wurde. Nach Darrens Festnahme wurde Jennifer erneut von der Polizei befragt, doch sie leugnete eine Beziehung zu ihm. Es stimmte zwar, dass sie nach Jahren wieder Kontakt hatten und sich nahe standen, aber sie betonte, dass sie nichts mit dem Mord zu tun habe. Eine Woche später beging Jennifer einen amateurhaften Fehler und überwies $118.000 von einem Konto auf ein anderes. Wenige Tage später schickte sie eine Nachricht an jemanden, der Darren erreichen sollte. Ich muss sehr vorsichtig sein, weil jeder meiner Schritte überwacht wird. Bitte sag ihm, dass ich immer die seine sein werde. Darren antwortete über dieselbe Person. Bitte bleib stark für uns. Im Februar 2021 wurde Jennifer Faith wegen Behinderung der Justiz im Zusammenhang mit dem Mord an ihrem Mann angeklagt. Obwohl sie ihre Unschuld beteuerte,
setzte die Untersuchung unvermindert fort und die Wahrheit kam durch die Untersuchung der E-Mails ans Licht. Jennifer hatte ein gefälschtes E-Mail-Konto unter Jamies Namen erstellt und darüber mit Darren kommuniziert. Von der ersten E-Mail an verhielt sich Jennifer aggressiv und schilderte Darren den angeblichen sexuellen Missbrauch, den Jamie ihr angetan hatte. Sie sprach von Gewalt und schickte Fotos der angeblichen Verletzungen. Diese Fotos waren jedoch entweder gefälscht oder stammten von Stockfotoseiten. Es gab keine Beweise, die bestätigten, dass Jamie ein Missbraucher war. Dennoch war Darren bereits in die Falle getappt und antwortete der Person, die er für Jamie hielt. Nachts spreche ich mit ihr, weil sie Angst vor dir hat. Du bereitest ihr Albträume. Ich werde dafür sorgen, dass sie sicher ist und ich werde alles tun, was nötig ist. In einer anderen E-Mail schickte Jennifer ein Foto einer Wunde an ihrem Hals und schrieb: Du kannst nichts dagegen tun. Genieße dein Wissen. Jennifer griff zu extrem verstörenden Methoden, um Darrens Aufmerksamkeit zu erlangen und ihn zu manipulieren. Überraschenderweise erfuhr Jamie tatsächlich von der Beziehung zwischen Jennifer und Darren. Doch statt die Lügen aufzudecken, stieß er nur auf die Nachrichten zwischen ihnen. Im August erzählte Jennifer einer Freundin, dass Jamie sehr verletzt war und sie die Affäre nicht fortsetzen könne. Trotzdem war sie entschlossen, ihren Plan fortzuführen. Sie erstellte eine weitere gefälschte E-Mail-Adresse und schrieb Darren, dass sie den Missbrauch beobachtet habe und etwas unternehmen müsse, um Jennifer zu retten. Dann rief sie Darren von ihrem eigenen Telefon aus an und bat ihn, Jamie für sie zu töten. Falls er nichts unternehme, würde sie sterben. Um es wie einen fehlgeschlagenen Überfall aussehen zu lassen, begab sich Darren auf eine 10-stündige Fahrt, drang in den Nachbargarten ein und wartete auf den richtigen Moment. Nachdem er Jamie erschossen hatte, stahl er dessen Ring und flüchtete. Die im Verlauf der Ermittlungen ans Licht gekommenen Fakten überraschten die Detektive zutiefst. Inzwischen wartete Darren im Gefängnis auf seinen Prozess. Jennifer schrieb ihm einen Brief, in dem sie behauptete, ihm nie gelogen zu haben und keine E-Mails von einem anderen Konto geschrieben zu haben. Ihre Anwälte wiesen sie darauf hin, dass im Falle einer Verurteilung die Todesstrafe drohen könnte. Daraufhin änderte Jennifer plötzlich ihre Meinung und gestand ihre Beteiligung am Mord. Sie unterzeichnete ein Formular, in dem sie angab, von Jamie missbraucht worden zu sein. Die Jury jedoch ließ sich nicht von diesen Behauptungen täuschen. Jennifer Faith wurde wegen Mordes an Jamie Faith zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Richter bezeichnete sie im Gerichtssaal als reines Böse. Zudem wurde Jennifer verurteilt, Jamies Familie $6,500 Entschädigung zu zahlen und während ihrer Haftzeit $250,000. Ironischerweise forderte Jennifer, dass ihr $200,000 aus Jamies Erbe zugesprochen würden, da sie Anspruch auf sein Vermögen hätte. Die Ermittler nannten diese Forderung rücksichtslos und meinten, dass sie den wahren Charakter von Jennifer offenbarte, die ständig nur an ihren eigenen Vorteil dachte. Darren beteuerte weiterhin seine Unschuld und sein Prozess war für Juli 2023 angesetzt. Seine Anwälte bereiteten sich auf den Gerichtstermin vor und argumentierten, dass Darren aufgrund einer posttraumatischen Belastungsstörung und einer Hirnschädigung leicht manipulierbar und von Jennifer missbraucht worden sei. Am 1. Juli 2023, fast 3 Jahre nach der Ermordung von Jamie, fällte die Jury schließlich ihr Urteil. Sie erklärten Darren einstimmig des Mordes an Jamie Faith schuldig und verurteilten ihn zu 62 Jahren Haft. Bevor wir zum zweiten Spannungsteil des Videos übergehen, bitte ich euch, dieses Video zu liken und eure Gedanken darüber in den Kommentaren zu teilen. Ein einfacher Klick auf Gefällt mir ist für uns von entscheidender Bedeutung. Danke. Shayna Virk wurde am 10. März 1983 in Saanich, Kanada, geboren. Ihr Vater Manjit Virk war aus Indien eingewandert, während ihre Mutter Suman aus einer indokanadischen Familie stammte. Suman wuchs auf Vancouver Island auf und lernte 1979 bei einem Besuch ihrer Schwester Manjit kennen, die dort Urlaub machte. Das Paar zog in die Küstenvorstadt View Royal,
wo sie ihre erste Tochter, Rena, begrüßten. Die Wirks waren eine religiöse Familie und gehörten den Zeugen Jehovas an, einer reformatorischen Glaubensgemeinschaft, die sich vom Mainstream-Christentum abspaltet. Als Rena in die Grundschule kam, bemerkten ihre Eltern Veränderungen in ihrem Verhalten. Ihre Tochter wurde reizbar und streitsüchtig. Sie äußerte ständig Unzufriedenheit mit ihrem Gewicht, doch diese Gedanken entsprangen nicht ihrem eigenen Kopf, sondern waren das Ergebnis von Mobbing in der Schule. Rena hatte Schwierigkeiten, mit ihren Klassenkameraden in Kontakt zu treten. Ihre Mitschüler klebten Kaugummi in ihr Haar und kritisierten ständig ihr Gewicht. 1994 entschloss sich die Familie Wirk, umzuziehen und Renas Schule zu wechseln, in der Hoffnung, dass das Mobbing ein Ende finden würde. Zunächst schien ihr Plan aufzugehen und Rena schien sich sozial zu integrieren. Eines Tages, als sie erneut sozialisierte, traf sie im Park auf eine Gruppe rauchender Kinder und fühlte sich gedrängt, eine Verbindung zu ihnen herzustellen. Sie sah diese Kinder als die Cool Kids an. Sie beneide sie um ihre Freiheit, ohne elterliche Restriktion bis spät in die Nacht draußen bleiben zu dürfen, was ihr selbst verwehrt war. Die Regeln ihrer Eltern und die Verbote ihrer Religion begannen sie zunehmend zu erdrücken. Rena begann häufig von zu Hause wegzulaufen, was ihre Beziehung zu ihrer Familie weiter verschlechterte. Im Herbst 1996 ereignete sich dann ein schockierendes Ereignis. Rena behauptete, dass sie von ihrem Vater sexuell, psychisch und physisch missbraucht wurde. Als das Ministerium für Kinder- und Familienangelegenheiten den Fall übernahm, wurde Rena aus ihrem Elternhaus geholt und zu ihren Großeltern gebracht. Ihr Vater Manjit wurde 1997 verhaftet und in Untersuchungshaft gesteckt, während er auf seinen Prozess wartete. Ihre Familie war von dieser Verhaftung tief erschüttert. Bei ihren Großeltern stellte Rena bald fest, dass sie sich auch dort nicht wohlfühlte und wurde schließlich in eine Pflegefamilie gegeben. Laut ihrer Familie waren die neuen Freunde der Grund für diese seltsamen Anschuldigungen. Und sie behaupteten, dass die kanadischen Behörden die Untersuchung nicht beschleunigten. Auch in der Pflegefamilie musste Rena strikte Regeln befolgen und eine Ausgangssperre einhalten. Sie merkte bald, dass es nicht so lief, wie erhofft. Nach einigen Monaten in der Pflegefamilie kontaktierte Rena ihre Familie, entschuldigte sich und gab zu, dass sie ihren Vater zu Unrecht beschuldigt hatte. Die Anschuldigungen gegen ihren Vater wurden fallen gelassen, aber Rena konnte nicht sofort nach Hause zurückkehren und wurde zunächst in ein Jugendheim gebracht. In dieser Zeit lernte Rena ein Mädchen namens Nicole Cook kennen. Nicole stand in dem Ruf, für ihr Alter gefährlich zu sein, und sprach oft über Serienmörder. Renas extrovertierte Persönlichkeit zog sie schnell in den Bann und sie bewunderte Nicoles Selbstbewusstsein. Mit der Zeit begann Nicole sich jedoch von Rena zu distanzieren, da Rena sich ungewöhnlich verhielt und Eifersucht zeigte. Eines Tages, als Rena bei Nicole zu Hause war, durchsuchte sie heimlich Nicoles Telefon und kopierte deren Kontaktliste. Sie nahm Kontakt zu einigen Jugendlichen aus Nicoles Adressbuch auf und verbreitete Gerüchte, dass Nicole nicht so schön sei, wie sie es darstellte, dass ihre Augenbrauen und Brüste nicht echt seien und dass sie AIDS habe. Als Nicole von Renas Taten erfuhr, konnte sie nicht verstehen, warum Rena so handelte, und erzählte es ihren Freundinnen Kelly und Missy. Die Mädchen beschlossen, einen Racheplan zu schmieden. Kelly, die beste Freundin von Nicole, stimmte dem Plan sofort zu. Missy hingegen hegte seit Monaten Groll gegen Rena, weil sie glaubte, dass Rena mit ihrem Freund geschlafen hatte. Am Freitag, dem 14. November 1997, trafen sich diese drei und sechs weitere Jugendliche im Park, tranken Alkohol und rauchten Marihuana. Obwohl Rena einige aus der Gruppe kannte, war sie nie zu solchen Treffen eingeladen worden. Als Nicole sie einlud, zögerte Rena zunächst. Zu dieser Zeit lebte Rena bei einer Pflegefamilie, verbrachte jedoch auch viel Zeit in ihrem eigenen Zuhause. Sie hatte geplant, mit ihrer Familie zu Abend zu essen. Rena erzählte ihrer Familie von der Einladung, aber ihre Eltern wollten, dass sie zu Hause blieb,
da es draußen kalt und schon spät war. Rainer versprach, in ein paar Stunden zurückzukehren und machte sich auf den Weg zum Shoreline-Schulpark, wo sich die Jugendlichen aufhielten. Nach einer Weile wurde ein Fenster eingeschlagen, worauf die Polizei kam und die große Gruppe auflöste. Daraufhin begaben sie sich zur Crackflower-Brücke. Zu einem Zeitpunkt rief Rainer ihre Familie an und sagte, dass alles in Ordnung sei und sie in etwa einer Stunde zu Hause sein würde. Einige der Mädchen hinderten Rainer jedoch daran zu gehen, indem sie sich mit ihr unterhielten und ihre Buskarte wegnahmen. Während Rainer mit den anderen plauderte, trat plötzlich Nicole auf sie zu und fragte, warum sie versuche, ihr Leben zu ruinieren. Dann begann Nicole, Rainer zu beschimpfen und schlug ihr ins Gesicht, bevor sie ihre brennende Zigarette auf Rainers Stirn ausdrückte. Diese Attacke kam für Rainer völlig unerwartet. Kurz darauf mischten sich 5 weitere Mädchen und ein Junge in den Streit ein. Der 16-jährige Warren Glowatzky war der einzige Junge in der Gruppe. Die Angriffe dauerten über eine Minute, bis jemand "Genug" rief. Rainer lag blutüberströmt am Boden. Trotz ihres bedauernswerten Zustands leistete ihr niemand Hilfe. Und die Gruppe entschied sich zu fliehen. Nicole und Missy mussten den letzten Bus nach Hause erwischen und verließen den Ort. Rainer schaffte es aufzustehen und taumelnd nach Hause zu gehen. Tragischerweise kehrte Rainer nie nach Hause zurück, denn Kelly und Warren waren noch nicht fertig mit ihr. Sie verfolgten Rainer, griffen sie erneut an, bis sie das Bewusstsein verlor, und ertränkten sie schließlich im nahegelegenen Gorge Waterway. Als Rainer in jener Nacht nicht nach Hause kam, begann ihre Familie sich Sorgen zu machen und ging davon aus, dass sie die Nacht bei ihrer Großmutter verbrachte. Am nächsten Morgen, als ihre Mutter erfuhr, dass Rainer auch nicht bei ihrer Großmutter war, versuchte sie, Nicole und Missy zu erreichen. Die Mädchen behaupteten, nicht zu wissen, wo Rainer war und dass sie in jener Nacht nicht gesehen hatten. Daraufhin erstattete die Familie eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Inzwischen war es Montag geworden und an der Schule begannen Gerüchte über den Tod eines Mädchens die Runde zu machen. Merkwürdigerweise schien keiner der Schüler davon beunruhigt zu sein. Schließlich, eine Woche später, kamen die Polizisten zur Shoreline-Schule und nahmen 8 Jugendliche fest. Nicole verweigerte die Aussage und erklärte, sie werde nur über ihren Anwalt sprechen, doch Kelly brachten sie sofort zum Reden. Nach den Vernehmungen schickte die Polizei ein Taucherteam und einen Hubschrauber an den von Kelly beschriebenen Ort, um die Suche zu beschleunigen. Rainers Leiche wurde schließlich an der Küste des Gorge Inlet auf Vancouver Island angespült. Die offizielle Todesursache war Ertrinken durch Fremdeinwirkung. In Rainers Lungen fanden sich über 20 Kieselsteine, was bewies, dass sie noch lebte, als sie ins Wasser geworfen wurde. 6 Mädchen, darunter Nicole, wurden wegen schwerer Körperverletzung in Bezug auf die ersten Angriffe in jener Nacht angeklagt. Am 21. November 1997 wurden Kelly und Warren festgenommen. Es gab jedoch ein Problem. Sie waren erst 15 und 16 Jahre alt. Dennoch bereiteten die Staatsanwälte eine Anklage als Erwachsene vor, wodurch ihre Namen der Öffentlichkeit bekannt wurden. Warren Glowatzky wurde wegen Totschlags zweiten Grades an Rainer verurteilt und erhielt eine lebenslange Haftstrafe mit der Möglichkeit der Bewährung nach 7 Jahren. Während der Verhandlungen und Interviews stellte Kelly die Ereignisse ganz anders dar. Sie behauptete, sie habe immer Angst gehabt, anderen weh zu tun und dass Nicole die eigentliche Täterin sei. Obwohl das Gerichtsverfahren insgesamt 8 Jahre dauerte, wurde Kelly Allard schließlich im Jahr 2005 zu lebenslanger Haft verurteilt. Während ihrer Haftzeit wurde sie Mutter und lebt nun in einer gemeindebasierten Einrichtung, um sich um ihr Neugeborenes zu kümmern. Die anderen 6 Jugendlichen wurden im Februar 1998 vor Jugendgerichten verurteilt. Sie alle wurden der Körperverletzung schuldig befunden und erhielten Haftstrafen zwischen 60 Tagen und einem Jahr. Nicole sprach mit der Presse und beschwerte sich,
dass eine einjährige Haftstrafe zu hart sei, da sie keine Verantwortung für Rainers Tod trug. Warren, jetzt 43 Jahre alt, wurde im Juni 2010 auf Bewährung entlassen und zieht es vor, aus der Öffentlichkeit fernzubleiben. Im Jahr 2008 veröffentlichte Manjit Virk das Buch Rainer, die Geschichte eines Vaters, in dem er das Rechtssystem dafür kritisierte, dass es Rainer aus dem Familienhaus genommen hatte. Das Buch schildert Rainers Leben, ihren grausamen Mord und die Kämpfe, die sie während der Jahre des Mobbings durchstehen musste. Bevor ihr das Video beendet, das Video links ist verstörend und wird nur für erwachsene Zuschauer empfohlen. Die Wiedergabeliste rechts besteht aus Videos, die von euch sehr geliebt werden.